Ja, servus und hallo zusammen, willkommen zurück zu 7 Days to Die in Alpha 16, an Tag 14 Feral, heute Tag, und wir begrüßen natürlich unseren tapferen, sich vor Kraft und Stolz im Adoniskörper präsentierenden, nur in der kurzen Short, ja, unseren Alten natürlich, servus Alte! Jo, howdy! Ja, tut er noch ein bisschen posen und die Zombies abschrecken oder was? Was wird das? Ja, ich trau mich ja nicht runter wegen den Spikes. Ach so, da kannst du ganz normal runterrennen, gar kein Problem. Nicht springen, rennen, haben wir gesagt. Ja. Also, es sind ein paar Kerzen angebracht. Ja, ich hab schon gesehen. Sag's nichts mehr, gell? Ich hab die Zeit genutzt, als du gerade eingeloggt hast, und hab die Kerzen noch schnell platziert. Ach so. Ja, reichen, oder? Ich hoffe. Ich mach noch ein paar Cobblestone Rocks, weil, Reparatur und so. Genau, zum Reparieren. Genau. Spikes habe ich keine mehr. Hast du noch welche? Ja, 63. Okay, müssen wir gerade schauen, brauchen wir nur welche? Ja, klar, sind nur ein, nee, zwei sind's. Sind zwei, ja, willst du eine dritte Reihe ziehen, aber hau ich schon mal das Gras ein bisschen weg. Ja, wir können ja das wieder mit dem Trick so machen, wie wir es bei der Tankstelle gemacht haben. Dann haben wir auf der Seite, von wo die angekommen, angerannt kommen, ein bisschen mehr, ne? Ja, meinst du nicht, dass drei reichen? Ja, drei, ne, meinte ich. Ja. Ja, aber mit 63 komme ich nicht drum herum, ja. Achso, ja, stimmt. Hast du wohl recht. Ja, welche Seite willst du denn? Achso, jetzt habe ich ja schon gesetzt. Ja, dann mach mal. Ah, hier sind übrigens noch ein paar nicht gesetzt zur Zweierreihe. Da fehlen noch irgendwie so 5, 6 oder so bei mir. Ah, also okay. Nordostseite hier. Oh, ah ja. Was hast du hier gebaut? Was habe ich gebaut? Ja, das sieht cool, lustig aus, ne? Das ist der Spike im Spike. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich find's cool. Das ist der Super Spike. Genau, das ist quasi der extra starke. Sowas hat nicht jeder, haben wir gedacht, deswegen mache ich das so. Oh, cool. Quasi zum Angeben. Haben wir schön gemacht. In der Tat. Ja, richtig. Na, geh weg, du Gras. So. Ja, bin jetzt echt gespannt. Das wird wahrscheinlich echt die Lala-Horde werden. Ich glaube nicht, dass sich viel tut. Aber wir haben uns auch schon gerne geirrt, ne? Ja, das stimmt, ja. Vor allem das Problem halt, dass oben komplett offen ist. Da bin ich ein bisschen... Naja. Besorgt? Not amused. Unsere Akropolis, die wird das schon machen. Ja, meinst du? Schauen wir mal. Also, ja, wir haben keinen Spider-Schutz, ne? Ja, das ist ein bisschen doof, das stimmt. Kein Spider-Schutz. Naja. Ja, dann lassen wir einen Fluchttunnel offen. Ja, das mit dem Fluchttunnel ist gut und recht, aber wir haben auch keine Türe drin, falls da die Zombies irgendwie reinkommen sollten, was ich nicht hoffe. Verdammt, stimmt. Wood Frames macht jetzt auch keinen Sinn, jetzt noch hinzustellen, ne? Nee, eben, weil bis die gecraftet sind, ich weiß nicht, außerdem so viel Holz haben wir, glaube ich, gar nicht da. Ich habe 1000 Holz, aber ich weiß nicht, ob das reichen wird. Moment, mal, so. Warte mal. Schauen wir mal, Woodframe, einer braucht 2 Holz. Okay, warte, ich mach mal 60. Ne, ist ja relativ schnell gemacht. Oh, die sind sogar sehr schnell im Crafting mittlerweile. Ja, ja. Wobei, ich habe auch, glaube ich, dieses Quicker Crafting geskillt. Meine ich zumindest, dass ich das habe. Was du als geskillt hast. Ja, sorry. Tut mir leid. Einer muss ja. Ist doch super. Einer muss, ne? Ja. Achso. Mein Gott, ey, diese Tastenkombination, das macht einen richtig fertig. Man spielt so viele Spiele und jedes Ding hat eine unterschiedliche Taste. Naja. Also du hast jetzt die Ostseite abgesichert zusätzlich. Okay, gut. Dann müssen wir quasi Norden nach Westen und schauen. Osten. Ja, Norden, Osten habe ich. Da sind wir bald fertig hier. Ah, komm, weg mit den Cobblestones. Das geht echt flott, dieses alter Wahnsinn, dieses Crafting. Respekt. Was hat er jetzt wieder? Jetzt friert er wieder. Hasch auf Zeit. Dann zieh halt den Poncho aus, du Hurt. Jetzt aber. Sowas.
Ständig ist dem Karl dem Bub. Na, ob ich da rumkomme mit dem, ich weiß nicht. Wer rennt da schon wieder in die Spikes? Hä? Habe ich mich da gerade verhört oder ist jemand in die Spikes gerannt? Nee. Ach, du haust da hinten Holz weg. Okay, Gott, das klang gerade komisch. Alles gut, alles gut. Hörst schon die Flöhe husten. Ja. Einer muss ja. Flöhe husten. Weißt du, wenn man es hört, dann kann es nichts sein, weil Zombies hört man ja nicht. Ach so, ist das so? Ja, gut, ich habe noch nie einen Zombie im Real Life gehört, deswegen kannst du da durchaus recht haben. Ach so. Hast du schon mal einen Zombie gehört im Real Life? Dieses Jahr noch nicht. Außer deinem Vermieter vielleicht? Oh, lass uns das nicht hören. Nein, bloß nicht, um Gottes Willen. Vermieter sind ja bei sowas immer sehr, sehr unentspannt, ne? Ja. So Witze und so, das mögen sie nicht. So. Jetzt hoffe ich bloß, dass sie die Woodframes nicht wegkloppen, ne? Das könnte uns ja auch passieren. Weil wir ja wissen, von unten. Die backen sich manchmal hoch, die Burschen. Also so war es zumindest in der 15. Ja, hab ich hier noch nicht erlebt. Ich schon. Ja? Ja. 1, 2, 3, da ist zu, genau, da passiert nichts. So. Reicht. Okay, gut. Läuft. Prima. Wir haben hier ein bisschen Licht. Ja, ich habe auch keine Kerzen mehr. Genau, das sind alle verballert. Da draußen, das ist schön. Müssten wir fast nochmal einen drüber gehen, ne? Ich meine, da kann man gut rausschießen hier. Ich habe halt ein bisschen Befürchtung vor unserem Boden. Das ist so das, was ich befürchte. Wovor? Vor unserem Boden? Vor dem Boden außen, ja, weil der Boden sehr, sehr leicht ist. So dieses Erde und so, ne? Meinst du, sie graben sich durch? Also wenn ein Spucker dabei ist, dann könnte es problematisch werden. Ja, aber ist ja noch nicht. Hoffe ich mal, dass keiner dabei ist. Ja. Wir werden sehen. So. Zack, okay. Hier oben müssen wir bloß aufpassen. Brauche ich, glaube ich, mal so eine Sicherung hin. Genau, dass wenn man hier hochspringt, dass man nicht versehentlich runterjubelt. Oh. Kann passieren. Okay, da hat sich schon der erste Woodframe. Also die Kerzen halten keine Woodframes, mein Freund. Wieder was gelernt. Kerzen halten keine Woodframes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es fehlen welche, oh Gott. Ja, machen wir nochmal 9. Geht ja zum Glück schnell. Okay. Dann machen wir noch zu, zack. Da haben wir es am Eck, das ist auch ein bisschen gefährlich. Das ist sogar sehr gefährlich, was wir da machen. So, okay. Nochmal 2. Nur da fehlt aber einer, ja. Brauche noch einen. Gott, jetzt sollten wir da zumindest bei den Kerzen nicht mehr runterfallen. Oder ein bisschen sicherer sein. Weil wir schießen ja eh von unten. Oder? Ja, doch. Ja, und wenn sie hier reinkommen, dann haben wir halt ein Problem. Dann ist eh vorbei. Ja, dann ist halt schlecht. Dann müssen wir schauen, irgendwie vielleicht nach Hause zu kommen. Zur Tanke. Ja. Ich meine, ich habe einen Kaffee im Inventar, du wahrscheinlich auch, oder? Ja. Schmarrn, was mache ich denn? Map. Aber so weit wird es nicht kommen. Ich glaube auch. Nordwesten, ja, das. Also sicherheitshalber habe ich einen dabei, deswegen. Wenn du auch einen hast, ist alles gut. Ja, hab noch ein Bierchen. Jo, okay. Haben wir jetzt eine neue Stone Axe. Zack, dann
Das brauchen wir eigentlich alles nicht im Moment. Die Puffe nehme ich mal mit. Die Puffe? Die Puffe, genau. Ich will mal laden. Die Shotgun? Hier. Ja. Ist halt blöd, dass das eine Short-Shotgun ist. Das ist ein bisschen doof. Ich mag die normale irgendwie lieber, weil die Short-Shotgun, die ich weiß nicht, die ist so irgendwie, ich weiß nicht, ne? Die ist halt wirklich nur auf ganz nahe Entfernung. Ja, die sollte doch, die zwei Blocks, sollten doch ausreichen. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. So, auf, hallo, geh auf. So. Haben wir noch irgendwas Schönes zum Jagen vielleicht? Ein Hirsch oder so? Ich sehe nichts, nur Zombies. Na toll. Das wollen wir aber nicht. Ich glaube, halt noch ein bisschen Holz. Bis die Flachzange kommen, ne? Holz kann man immer brauchen. Ja, blöd, dass wir keine Schmiede hier haben. Ach du, mein Gott. Das ist ja nur alles nicht eingerichtet. Das ist ja alles quick and dirty. Pfeilspitzen werden nicht schlecht um die Seite. Du warst doch immer der markante Gegner von Eisenpfeilspitzen. Ja. Hat da ein Umdenken stattgefunden? Nur wenn wir es haben, können wir es mal nutzen, ne? Na schau an, auf einmal. Na gut. Wir haben doch in dem Bunker eine Schmiede, oder war die kaputt? Ne, da war ein Betonmischer. Ne, da war ein Betonmischer, aber der war auch kaputt. Der war auch kaputt, ne? Nur kaputtes, ey, das geht ja gar nicht. Nur kaputtes Zeug hier. Das, mit sowas müssen wir zwei arbeiten, das ist schlimm, ne? Ja, ja, also das, der Map Creator nicht mehr was Ganzes hier machen kann. Ja, das ist auch der 16.2, wir haben ja gesagt, wir fangen nicht neu an. Ja. Das muss man ja zugute halten, ne? Also, gut. Wobei ich nicht weiß, ob der 16.3 doch besser wäre. Ja, bezweifle ich. Worauf stützt sich dieses? Erfahrung, ne? Ja, genau. Die Erfahrung, genau. Experience. So, holen wir uns hier noch ein bisschen Steinchen, ne? Wir haben ja die Zeit, also warum nicht nutzen? Oh, ich habe ein Schwein gehört. Tatsächlich. Eine Wildsau? Ja. Ja, Blatt. Wie Hilfe? Blatt machen, nicht Hilfe. Na gut, dann mache ich ein Blatt. Hilfe, sagt, ich habe mich verhört, ey. Das Vieh ist auf mich losgerannt. Ja, hast du schon geschossen oder noch nicht? Ja, doch. Ja, also, das ist ja logisch, dass es auf dich losrennt, wenn du es attackierst. Hat die Bonnie ja auch schon mal geschrieben, ne? In der Tat, ja. Eben. Wobei, in der Realität gehen Wildschweine auch schon bei der Bedrohung auf einen los, ne? Ja, das stimmt. Und hier kannst du theoretisch, meine ich, dran vorbeilaufen und das interessiert sich überhaupt nicht für dich. Nee. Was ist da? Erst wenn du quasi sagst, pass auf, meins. Erst dann wird's böse. Ja. Wir sind schon wieder zu mutig, gell? Ja. Mir ist gerade die Hundehorde eingefallen, beziehungsweise die Wolfshorde. Oh, das muss jetzt nicht sein, dass du mich daran erinnerst. Ich bin nämlich ziemlich weit weg. Ja, und mir ist gerade irgendwie gekommen, wir hatten ja keine Hundehorde. Oder? Nee, wir hatten ja die Hunde mit den Bären zusammen, ne? Stimmt. Stimmt. Stimmt, stimmt. Aber wann kamen dann die Wölfe, ne? Ja, die Wölfe, die waren so, ne? Die kamen danach. Ja, also ich bin da jetzt echt extrem vorsichtig, weil du... Ach so, ja gut. Ich gehe davon aus, die können jederzeit überall kommen. Das ist auch so. Also Paranoia ist definitiv verstärkt. Ja. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass inzwischen das Kloppen mit der Iron Pickaxe nicht mehr so extrem viel Ausdauer kostet, weil ich habe ein paar Skillpunkte investiert, dass sich die schneller regeneriert und dass du weniger brauchst und das merkst du jetzt echt, das ist toll. Ja, sobald du da Level 2 oder 3 geskillt hast, das hilft schon extrem. Ja, also das sollte man definitiv tun.
Na, jetzt hört man wieder ein Eichhörnchen, Eichhörnchen furzen. Das ist, man schaut immer, man reagiert auf jedes Geräusch irgendwie und schaut, kommt da irgendjemand. Geht es dir nicht so? Eine First Aid Schematik, kennst du die schon? Weiß ich nicht. Dann bringe ich sie dir mal mit. Na, du kannst sie bestimmt noch nicht. Doch, ich kann sie schon. Boah. Du bist so klug. Nein, hör auf, sag's nicht. Sag's nicht. Nee, ich sag's auch nicht. Gut, du weißt, was passiert ist, als wir das letzte Mal gemacht haben. Ja, ja. Ich würde jetzt so lachen. Nee, also sei mir nicht böse, aber in dem Fall hoffe ich, dass es bei dir ist. Ich würde so lachen, aber ich... Ja, vor allen Dingen, Schlafsäcke sind auch eine Tankstelle, ne? Ja, eben. Das würde gerade super reinpassen ins Timing, aber sowas von gediegen. Das wäre einfach nur schräg. Ich habe übrigens immer noch diese scheiß Schatzquest. Ich glaube, die breche ich jetzt dann mal irgendwann ab. Nein, warum? Lass doch. Wir wollten da nie wieder hin. Ach, es ist doch jetzt... Das ist doch jetzt gar nicht so weit weg von unserem Zuhause. Okay. Ja, noch ist es nicht unser Zuhause. Nee, also ich fühle mich schon ganz heimisch. Im Forum Romanum? Ja. Na dann. Interessant, wie jetzt die Temperatur wieder steigt ohne Ende, ne? Ich bin bei 12 Grad. Ich bin bei fast 30. Gut, ich war auch gerade im Schneebiom unterwegs. Oh, ist gewittert, mein Herr. Ja, ein Blitz. Der Donner kommt. Der Donner kommt. Ich lauf schon mal zurück. Wie, wohin? Ja, zum Forum Romanum, natürlich. Ach so. Das kann lustig werden. Juhu. Empty Bird Nest, ne, war ja klar. Hast du wahrscheinlich schon gelootet. Ja, wieso ich? Na, wirklich? Hast du bestimmt schon gelootet, wolltest sagen. Ja, kann natürlich auch sein, man weiß es nicht. Mhm. Hier sind so viele Nester. Yep. Okay, dann 300 Iron gefarmt, nice. 73 Kohle, 84. Nitrate, 210 LED. Das scheppert. Der blöde Eingang. Süden. Er ist im Süden. Ach hier, bin dran vorbeigelaufen. Na, ich habe das extra so ein Ding in so einen Steinblock nur hingemacht. Ich habe noch keinen Screenshot, Alte. Verdammt. Du musst noch mal posen. Huch. Irgendwo, oje. Blauer Himmel. Und noch, es aber blitzt. Es zieht langsam zu, ne? Ja. Alter, willst du vielleicht hier vor der Sonne noch posen? Oh, jetzt wird's aber gemein. Jetzt wird's leicht rot. Vor der Sonne? Ja. So, kletter mal darauf. Worauf? Ja, darauf. Wie soll ich denn hochkommen? Ja, hier, schau mal hier. Hier, hepp. Wie soll ich da raufkommen, ey? Jetzt kann er da schon nicht hochklettern, oder was? Was ist denn das? Mann! Ja, sag mal. Einmal mit Profis da. Hm? Ja. Ja, jetzt komm. Genau. So, dann guck jetzt mal in die Armbrust. Zu mir runter gucken, bitte. Du schaust gar nicht runter zu mir. Na klar, schau ich runter zu dir. Warum sieht es dann so aus, als würdest du gerade ausschauen? Kannst du dich nicht bücken, oder was? Geht es nicht? Nee. Kannst du nicht nach unten schauen? Ist ja interessant. Geht gar nicht. Cool. Ja, saublöd. Na gut. Drehen mal ein bisschen nach rechts, bitte. Stopp. Sehr gut. Dankeschön. Jawohl. Erledigt. Guter Mann. Ja. Kannst wieder runterkommen. Bin schon unten. Du willst so bleiben, oder? Du willst dich nicht hübsch machen für die Zombies? Nee. Okay. Hätte ja sein können. Ich dachte mir, ich frag bloß mal, ne? Haben wir noch eine zweite Kiste? Noch nicht, ne? Nö. Wieso? Ja, weil ich ja vollgemüllt bin.
Ja, was müllt er sich denn so voll? Aber eine zweite Kiste ist gut. Mache ich schnell, Moment. Oder weißt du was, ich mache sogar noch eine. Die stelle ich dann hier hin, weil dann können wir dann unser Loot... Ups, reinschmeißen. Zack. Zack. Ist offen, Meister. Ja. Was war nur Scheiße? So, es wird rot, Leute. Es wird rot. Eieiei. So, deine Schematik. Das glaube ich jetzt nicht. Da kommen ein paar Deppen vorbei, Alter, echt. Papa, ja. Nix, bleib unten, bleib unten, bleib unten, bleib unten. Bin schon hundet. Ah, verdammt. Die machen wieder alles kaputt, die Deppen. Verpisst euch. Zapperlot. Solche. Säcke. Elendige. Hör dir auf. Oh, der ist aber schön gesprungen hier. Okay, die sind kaputt. Wieso kommt denn vor der Feral heute noch eine Horde? Was ist denn das für ein Scheiß? Glaube ich ja gar nicht. So. Jetzt kann der Till wieder zählen. Viel Spaß dabei. wenn er wieder ausrennt, wie schlecht ich geschossen habe. Stimmt. War ein Treffer, Till, ne? Nur mal so, hast du gesehen. War auch ein Treffer. Oh, schöne eingesprungene Rittberger, nicht schlecht. Der sah hübsch aus. Der ging daneben. Der hat getroffen. Was macht er denn jetzt da oben? Macht er Gymnastik oder was? Was wird das? Oh, so wäre es ein schönes Bild, weißt du, Alte? Oh, wunderbar. Wo ist er denn? Draußen. Wieso denn? Ja, reparieren. Ach so. Pass auf, da kommt noch mal eine Krankenschwester. Oh. Ja, Till, minus eins, ich weiß. Plus eins. Geil. So, meiner. Ja. Oh, Schematik. Nehme ich schon mit. So, nochmal Screenshot machen. Wunderbar. So, Leute, 1,5 Stunden noch, dann geht's ab. Dazu starten wir dann natürlich eine neue Aufnahme. Für heute ist Schluss. Vielen Dank fürs Dabeisein und unbedingt beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dann. Bis neulich.